Ich bin jetzt gerade von der Berufsschule nach Hause gekommen und esse jetzt Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, und ich dachte mir, ich mache mal kurz ein Storytime von meinem heutigen Morgen. Ich sag mal so, es war sehr verrückt. Und zwar muss ich um 7.46 Uhr am Bahnhof sein, weil da kommt mein Zug. Letzte Woche sind wir, also meine Mama und ich, um 35 losgefahren und das war schon sehr knapp. Also da kam der Zug und ich bin sofort reingegangen in den Zug. Deswegen sind wir heute um 20:30 losgefahren. Meine Mutter ist aber diesmal an eine andere Strecke gefahren, weil sie dachte, die ist schneller. Aber bei dieser anderen Strecke sind die Schranken für diesen Zug. Und das Problem war dann, dass die Schranken unten waren und ich saß noch im Auto. Und ich dachte mir so, kacke, weil der Bahnhof ist dann schon mal ein paar Meter entfernt. Ich also aus dem Auto raus, musste natürlich dann trotzdem noch warten, bis die Schranken oben sind, weil der Zug kam auch. Ich habe auch noch extra geguckt, ob der Zug kommt. Ich habe ihn schon gesehen, der Zug an mir vorbei, ich direkt losgerannt, wie so ein Sportler. Wirklich mit meiner Tasche, das war so schrecklich zu laufen. Ich auf jeden Fall losgerannt. So, ich habe alles gegeben, dann stand da so ein kleiner Junge und meinte so, zieh durch, schneller, schneller. Und ich dachte so, oh, wie komisch. Ich fand das richtig komisch, dass er das gesagt hat. Aber ich glaube, es sah auch wirklich sehr lustig aus. Die Autofahrer an der Straße haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist mit der falsch? Naja, auf jeden Fall bin ich dann gerannt, wirklich um mein Leben. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gerannt und das am frühen Morgen, wo ich nur 2,5 Stunden Schlaf hatte, weil ich habe warum auch immer mega wenig geschlafen. Naja, auf jeden Fall bin ich gerannt und dann sehe ich, wie der Zug da schon die ganze Zeit steht und ich bin trotzdem gerannt wie eine Geisteskranke. Und dann, wollte der Zug gerade anfahren. Also ich dachte so, okay, jetzt gleich fährt er an. Und dann habe ich noch diesen Knopf gedrückt und ich war so froh, dass die Türen noch aufgegangen sind, weil ich hatte Angst, dass die Türen nicht mehr aufgehen. Und ich bin gerade eingestiegen, da ging meine Tür zu und da ist er direkt losgefahren. Boah, das war so ein Stress am Morgen, wirklich. Nie wieder fahren wir die Strecke, wo die Schranken auf jeden Fall sind, weil das möchte ich nicht nochmal erleben. Ich dachte, ich erzähle euch das einfach mal, wie mein Mittwochmorgen so verlief. Nach 2,5 Stunden Schlaf kann auf jeden Fall besser laufen. Naja, heute ist wenigstens gutes Wetter, das macht gute Laune und ich fahre jetzt gleich in